willkommen zum neuen Video. Da ist Cassie, ich bin Jana. Freut mich, dass ihr dabei seid. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, dann erledigt das noch schnell. Glocke nicht vergessen. Und dann begleitet uns durch diesen wunderbaren Tag. Guten Morgen. Heute ist der dritte Tag. Es ist 6.21 Uhr. Ich wollte ja ein bisschen früher aufstehen jetzt immer, um das Tageslicht auszunutzen. Und ja, es hat gestern Abend ja geschneit und ich weiß nicht, ob ich eingeschneit bin. Gefroren habe ich nicht im Schlafsack, aber ich merke, dass es deutlich kälter ist. Ich habe auch Cassie in einen Schlafsack eingekuschelt. Hier laufen die Räumarbeiten neben mir. Die Scheiben sind vereist. Und es waren, glaube ich, minus 7 Grad. Ich gucke nachher nochmal am Auto, wie viel Grad es genau sind. Ja, dann lass uns den Tag mal starten. Also dieser Heizer, dieser Notheizer, ich kann ihn bis jetzt immer noch empfehlen. Hier sind die Räumarbeiten in Gange. Ich weiß nicht, ob ich eingeschneit bin. Und das ist alles Eis hier, von innen und von außen. Man sagt ja, dass normales Gas unter 5 Grad nicht brennt. Und um das zu verhindern, dass es so kalt wird, zeige ich euch mal jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier so eine Styroporkiste, da habe ich mal Hundefutter drin bekommen. Da habe ich jetzt alles drin, was nicht kalt werden darf oder nicht zu kalt, zum Beispiel. Mein Jojobaöl. Das friert sofort, wenn es zu kalt wird. Und ja, die Gasflaschen. Und jetzt habe ich hier zwei von diesen Thermoflaschen reingemacht. Die sind wie so Wärmflaschen, die sind ganz heiß und die halten das ein bisschen warm, bis ich wiederkomme. Ja, wollen wir losgehen? Na los! Schaut euch mal diese Gegend an. Geil, oder? So, es geht los zur heutigen Tour. Venna lassen wir hier stehen und wir gehen jetzt hier in diese Richtung. Natürlich ist die Bahn geschlossen, aber das hatten wir ja auch nicht anders erwartet. Ist doch der Knaller und die schöne Sonne heute, herrlich. So, ich habe mich erstmal orientiert. Ich habe jetzt einen Plan und zwar komme ich da aber nicht ran. Also, wir sind jetzt hier. Ich will hier hoch. Dann gehe ich ein bisschen steil, weil diese Seite ist die Sonnenseite und will dann bis ganz nach oben. Das ist mein Plan. Man könnte auch hier an der Seite etwas seichter nach oben wandern, aber da ist wie gesagt nicht so die Sonne. Bahnen alle geschlossen sind, wandern die jetzt hier alle nach oben mit ihren Ski. Ein Panorama vom Feinsten. Und die Sonne scheint so schön. Cassie läuft da vorne. Da kommt so schön die Sonne hervor. Und schaut mal, hier ist Garmisch-Partenkirchen. Echt schön. So, 3,5 Stunden Weg haben wir jetzt noch vor uns. Hier ist die Tour nochmal. An der Kapelle gehen wir hier rechts im Schlängellauf den Berg zum Wanggipfel. Cassie ist zu dumm, das Trinken zu finden. Nicht den Schnee. Hier, guck mal. Da. Da. Das Wasser. Guck mal hier. Hast du an der Schnauze Schnee? Einmal der Ausblick von halber Höhe hier. Sieht doch schön aus, oder? Unten die verschneiten Häuser, hier oben die sonnenbestrahlten Gipfel. Herrlich! Die Kapelle haben wir erreicht. Da ist sie. Und hier haben wir einen wundervollen Ausblick. Und mir ist richtig, richtig warm.
Gut, dass ich meine Daunenjacke nicht angezogen habe. Und vor mir, da laufen ein paar Skitourengeher. Das ging jetzt aber schnell. Jetzt sind es nur noch 2,5 Stunden. Und es geht weiter steil bergauf. Komm hierher! Hierher! Hat sie mich nicht mehr gefunden? Ja, was rennst du denn weg? Wieder werde ich gefragt, was ich eigentlich an Ausrüstung so bei habe. Welche Jacke zu empfehlen ist oder welche Schuhe ich so anhabe und so weiter. Das könnt ihr unten in der Infobox. Da ist mein Amazon-Shop verlinkt und da könnt ihr gerne mal gucken. Da habe ich eigentlich alles verlinkt an Ausrüstung, an Vanlife-Sachen. Oh. Es ist ganz schön anstrengend, hier berghoch zu laufen. Sieht gar nicht mehr so weit aus, aber es ist bestimmt hinter den Bäumen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wahnsinn, oder? Hier geht die Seilbahn hoch. Also jetzt nicht, aber normalerweise. Und da ist irgendwo die Mittelstation. Da gehen wir jetzt hin und dann vielleicht noch 1,5 Stunden und dann haben wir es geschafft. Noch einmal den Rundumblick. Da drüben sind die Skigebiete. Alles tote Hose. So, die Mittelstation haben wir. Laut offiziellem Wanderweg sind es jetzt noch 1 Stunde und 1,5 vielleicht. Und hier ist mal das Panorama. Echt tiefer Schnee hier. So schön. 175 Meter hoch. Also nur mal zur Orientierung. Ich laufe hier 1 Stunde schon schnaufend hier den Berg in Serpentin kreuz hoch. Hab mir schon alles entlüftet, was zu entlüften geht. Ich schwitze so stark und ich sehe noch lange nicht das Ziel dort oben. Ich komme höher, wie man sieht. Geschafft. Unter uns liegt Garmisch und wir stehen hier vor dem Gipfelkreuz. Seht euch mal das Panorama an. Unglaublich ringsherum. Hier ist das Bankhaus und da kann man stellenweise bis München gucken. Hier ist die Bergstation der Bahn, die jetzt gerade nicht fährt. Thank you.
jetzt ganz schön lange gelaufen, aber wir sind jetzt gleich da. Hier unten ist der Parkplatz. Ich wollte euch noch mal kurz die Aussicht nach Garmisch zeigen. Schaut mal, Kugel, oder? Sehr cool. Ja, da schaut mal der Sunset. Schön. Ich habe es mir erstmal hier wieder richtig gemütlich gemacht. Ist heute echt warm, auch draußen.